Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Neues Commentary wieder mal am Start. Mal wieder MW3 im Hintergrund. Ja, dieses Gameplay auch wieder mal ein bisschen älter. Auch von der Zeit, wo halt eben Kumpel von mir das gezockt hat und ich es aufgenommen habe. Ich wollte eigentlich ein Battlefield 4 Gameplay darunter packen. Allerdings habe ich das Gameplay nicht mehr gefunden. Ich wollte nämlich dieses Rush Gameplay hinterlegen, allerdings habe ich es wie gesagt nicht gefunden und ich versuche es nochmal zu finden. Wenn ich es gefunden habe, wird es im nächsten Video vorkommen. So, ja, in diesem Video möchte ich mal ein bisschen über das iPhone 6 nochmal reden, beziehungsweise das 6 Plus, weil jetzt ist es schon etwas mehr als eine Woche her, seitdem das iPhone draußen ist. Und natürlich, wie jedes andere iPhone auch, hat es wieder seinen Skandal. Und zwar hat jemand ein Video hochgeladen, wo er einfach mal das iPhone 6 Plus einfach mal verbiegt. Ohne große Gewalteinwirkung konnte er das iPhone problemlos wirklich knicken. Also das iPhone kannst du wirklich knicken, kannst du wirklich so sagen. Und ja, das hat natürlich einen ziemlich großen Aufschrei, ausgelöst. Denn jeder ist empört, oh mein Gott, wie kann Apple so eine Scheiße bauen, dass sich noch leichter verbiegen lässt als Knete? Ganz ehrlich, ich finde es persönlich auch ein bisschen komisch, dass halt das 6 Plus sich so leicht verbiegen lässt. Komischerweise das normale iPhone 6 eben nicht. Allerdings ist es auch nicht wirklich neu, dass sich solche Handys ganz leicht verbiegen lassen. Denn in demselben Video wurde noch ein Galaxy Note 3 verbogen, beziehungsweise versucht es zu verbiegen. Es hat sich auch ganz leicht verbogen, allerdings nicht so stark wie das iPhone 6 Plus. Naja, auf jeden Fall lassen sich auch Samsung-Geräte verbiegen und das HTC One M8, glaube ich, haben die auch getestet, lässt sich genauso schlecht verbiegen wie das iPhone 6. Okay, die sehen sich auch fast ähnlich, die Handys, aber die lassen sich auch verbiegen. Generell lassen sich solche Geräte auch schon verbiegen. Also von daher ist das eigentlich gar nichts Verwunderliches. Und Apple hat auch offiziell ein Video veröffentlicht oder beziehungsweise sie haben einige Medienvertreter zu sich eingeladen, die die Apple wollte halt eben beweisen, wie sie ihre iPhones testen, was Belastbarkeit angeht. Und da haben sie das iPhone 6 und 6 Plus halt natürlich auch hier voll mit allen möglichen Torturen getestet, wie sie es verbiegen und so weiter und so fort. Und die sind zu dem Entschluss gekommen, dass unter normalen Umständen ein iPhone 6 Plus in dem Fall sich eigentlich nicht wirklich verbiegen sollte. Und es wurden auch Zahlen veröffentlicht von den Reklamationen, wie viele Kunden denn überhaupt ein verbogenes iPhone gemeldet haben. Man bedenke, am ersten Tag, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind 10 Millionen iPhones verkauft worden. Und von, sagen wir mal, von den 10 Millionen, ja, die sich das iPhone gekauft haben, haben nur 9 Kunden von den 10 Millionen, ich könnte mal ausrechnen, wie viel Prozent das sind noch nicht mal 0,1%, ja, glaube ich, 9 Kunden haben dann bei Apple eine Reklamation gegeben, dass das iPhone sich verbogen hat und die jetzt Garantieansprüche geltend machen wollen. Ja, also 9 Leute nur. Also von daher, wenn ihr ein iPhone 6 Plus habt, braucht ihr eigentlich euch keine Sorgen zu machen, dass euer iPhone sich verbiegt. Ihr macht euch Sorgen um euer Display. Denn es sind auch vermehrt einzelne Berichte aufgetreten, die zeigen, dass das iPhone 6 Plus Display, ich glaube auch das iPhone 6 Display, kratzanfälliger geworden ist als das vom iPhone 5S. Das liegt einfach daran, dass das iPhone 6 und 6 Plus gar nicht mehr dieses Gorilla-Glas hat, sondern ein etwas anderes Display, was bei einigen Leuten tatsächlich zu einigen Kratzer geführt hat, trotz Mikrofasertuch. Also von daher, besorgt euch eine Schutzfolie wie eigentlich jeder Mensch und dann habt ihr eigentlich dieses Problem nicht mehr. Und dann hat natürlich auch noch iOS 8.0.1 einige Probleme ausgelöst. Von wegen, dass einige iPhone 6 und 6 Plus User kein Netz mehr hatten und die Touch-ID nicht mehr funktionierte. Das Update wurde mittlerweile zurückgezogen. 8.0.2 soll
müsste jetzt auch schon mittlerweile draußen sein, das eben diese Probleme behebt. Allerdings nur die Leute aus Australien haben immer noch dasselbe Problem. Aber naja, das liegt einfach daran, dass irgendwie Apple seitdem, ich weiß nicht, seitdem irgendwie einige neue Leute als Chef der jeweiligen Abteilung zuständig sind, seitdem ist irgendwie nicht mehr so wirklich alles rund bei Apple, ne? Kann man ja so sagen. Aber darüber brauchen wir eigentlich nicht uns weiter zu streiten, ob es jetzt wirklich so ist, dass Apple dank Steve Jobs Abgang, um das mal so auszudrücken, schlechter geworden ist. Ich persönlich sage nein, weil die Geräte sind immer noch sehr gut. Allerdings werde ich mir persönlich erstmal kein iPhone 6 kaufen. Ich warte lieber die nächste Generation ab. Vielleicht gibt es halt eben ein besseres iPhone 6S oder sowas in der Art im nächsten Jahr. Und außerdem läuft mein Vertrag noch aus und das iPhone 5S tut es ja auch noch. So, nächstes Thema, über was ich sprechen wollte. Wir hatten ja gerade das Thema Garantie. Ich erlebe sehr viele Kunden bei mir im Laden, ja, die immer dasselbe im Kopf haben, von wegen, ich habe doch immer standardmäßig 2 Jahre Garantie auf mein Gerät. Warum ist das nicht so? Weil beispielsweise kläre ich einen Kunden auf, ja, sie haben bei dem Gerät 1 Jahr Herstellergarantie und dann stoßen sie direkt danach von wegen, warum? 2 Jahre sind doch Pflicht. Fickt euch. Mein Spaß. Eben nicht. Was gesetzlich 2 Jahre ist, was jeder Händler geben muss, ist die Gewährleistung und nicht die Garantie. Und zwar muss ich mal gerade gucken, wie lange das Gameplay noch geht. Ja, noch 6 Minuten. Sind 2 Gameplays anscheinend. Ich werde das jetzt uncut so hochladen. Wo war ich denn? Ja, genau. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung, ja. Und zwar erkläre ich das euch jetzt auch mal, damit ihr auch ein bisschen einen Crashkurs bekommt, wenn ihr euch ein Gerät kauft, worauf ihr achten müsst. Und zwar, die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder des Händlers. Und die können in der Garantie alles abdecken, was sie wollen. Beispielsweise Apple, die haben laut ihren Bestimmungen nur 1 Jahr Garantie. Und diese Garantie bezieht sich, soweit ich weiß, nur auf ganz normale materielle oder Produktionsfehler. Beispielsweise, ihr habt euch ein iPhone gekauft und das iPhone hat ebenso einen Schaden, wie zum Beispiel ein Software-Defekt oder dieser Fingerabdrucksensor funktioniert nicht mehr, was auch immer, kein Netz. Da könnt ihr innerhalb dieses 1 Jahres euer iPhone reparieren lassen, allerdings gegen einen vergünstigten Preis. Weil ihr müsst immer noch tatsächlich in den meisten Fällen eine Reparaturgebühr bezahlen, aber es gibt auch ganz viele Fälle, wo Apple sehr kulant ist und euch einfach ein neues Gerät gibt. Das ist halt eben Garantie und Garantie ist halt in der Regel immer kulantseitig, was die halt eben alles machen. Natürlich ist nicht abgedeckt, dass das Gerät runterfällt. Also beispielsweise, wenn euer iPhone einen Displaysprung hat, weil es runtergefallen hat, dann habt ihr eben ja leider keine Garantie. Aber es gibt Läden, Mediamarkt zum Beispiel oder Saturn, die bieten halt eben eine Garantieverlängerung an, wo halt eben solche Schäden abgedeckt werden. Das ist natürlich ein kleiner Aufpreis. Dann habt ihr halt eben zumindest beim iPhone 2 Jahre Garantie. Halt mit allem drum und dran. Und Apple selber bietet auch noch eine Garantieverlängerung an. Das ist halt eben sogenanntes Apple Care. Kostet natürlich auch dementsprechend viel mehr, habt aber dann halt eben 2 Jahre Garantie auf euren iPhone. Was aber in der Gewährleistung drin ist, das ist ein bisschen komplizierter. Denn die Gewährleistung ist eigentlich so eine Sache für sich. Denn die Gewährleistung beinhaltet einfach nur Folgendes. Die Gewährleistung muss sicherstellen, beziehungsweise in der Gewährleistung selber muss sichergestellt werden, dass wenn ihr eine Ware verkauft, dass diese seit dem ersten Tag problemlos funktioniert. Also ohne Makeln, ohne Mängeln, was auch immer. Und nehmen wir mal an, ihr kauft euch jetzt eine Spielekonsole, zum Beispiel eine PlayStation, und ihr stellt fest, nach circa, sagen wir mal, 1 Jahr und 2 Monaten von mir aus ist der Laserdefekt von der PlayStation, ja. Und nehmen wir mal an, ihr hättet nur 1 Jahr Garantie gehabt, ja. Das heißt, erstmal die Garantie fällt aus.
heißt, Sony an sich macht nichts mehr damit. Ihr müsst dann halt selber diesen Schaden bezahlen, aber ihr habt immer noch die 2 Jahre Gewährleistung. Was ist denn nun jetzt richtig? Ganz einfach. Es gibt innerhalb dieser 2 Jahre Gewährleistung eine sogenannte Beweislast. Diese Beweislast ist halt so, wenn ihr einen Defekt habt innerhalb dieser 6 Monate der Gewährleistung, dann muss der Laden beweisen, dass diese Ware zum Zeitpunkt des Kaufes fehlerfrei war. Die Art und Weise, wie so etwas bewiesen werden kann oder muss, ist immer so eine Sache für sich, weil das ist eigentlich sowas von Blödsinn. Denn in der Regel wird dann halt eben der Schaden überprüft und dann sagen die Läden, okay, wir tauschen das um oder reparieren das im Rahmen der Gewährleistung. Aber da in der Regel eh in den ersten 6 Monaten Garantie ist, wird es halt eben vom Hersteller repariert. Nach den 6 Monaten ist die Beweislast Umkehr. Das heißt, nun muss der Käufer beweisen, dass der Schaden muss schon seit Anfang an dabei war. Und genau das ist der Knackpunkt. Das kriegt man nicht hin. In der Regel. Man kann es nicht hieb- und stichfest beweisen, dass eben ein Schaden direkt seit Anfang an dabei ist. Deswegen ist da auch wiederum viel Kulanz von Seiten des Händlers vonnöten, die dann halt eben diese Garantie bzw. in dem Fall Gewährleistungsreparatur übernehmen. Was sie aber eigentlich auch gesetzlich machen müssen. Denn das ist ja Gewährleistung. Und jetzt nochmal ein kleines Beispiel, dass die Garantie nur eine freiwillige Leistung ist. Nintendo. Nintendo zum Beispiel gibt 0 Jahre Garantie. Gar keine Garantie. Die beharren sich nur auf die Gewährleistungs, auf die Gewährleist, auf dieses Gewährleistungsgesetz, ja, dass man halt eben 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung hat. Vom Seiten des Händlers, der das eben verkauft. Nintendo selber bietet keine Garantie an. Also von daher, braucht euch nicht wundern, wenn euch ein Verkäufer sagt, ja, ihr habt auf Nintendo keine Garantie. Glaubt ihm das, es ist wirklich so. Nintendo bietet keine Garantie an. Und das ist halt eben ein ganz großer Irrtum, was die meisten Kunden zu mir sagen, von wegen, ja, das ist halt eben so, dass eben gesetzlich 2 Jahre Garantie sind, das ist falsch. Ich hoffe, ich konnte euch das ein kleines bisschen näher bringen mit meinem Azubi-Gehabe. Und das Gameplay ist jetzt auch vorbei. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr zu dem iPhone Bandgate haltet und was Apple momentan irgendwie viel falsch macht und was ihr auch allgemein über alles andere denkt, was ich gerade gesagt habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein und ciao.